Ich frag ihn also, was er hat, was... Da gibt es... in der Kirche. Darum habe ich mich gewundert. Also, dass... verstehe ich das richtig? Ihr wart eine Klosterschwester? Und ihr müsst ein Bruder gewesen sein, bevor ihr ein Templer wurdet, oder? Ich war ja kein vollwertiger Templer. Ich wurde vor meinem Gelübde... Da gibt es hier in der Kirche nämlich schon einen, den wir zu den Blackstone-Freischärlern schleifen können. Und zwar Pater Gritsch. Ja, was kann ich für euch tun? Du wirst einbezogen. Ich wusste, dieser Moment würde kommen. Ich hätte auf meine Schwester hören sollen. Klar, unterschreib du nur, hat sie gesagt. Jetzt bringst dir vielleicht etwas Geld, aber sie kommen wieder. Dann sehen wir uns wohl auf dem Schlachtfeld. Oh ja. So, was haben wir hier? Ein Schrank. Aber selbstverständlich. Schlüssel erforderlich. Singender Bruder. Könnt ihr nicht normal reden? Es tut mir leid, aber ich kann mich nicht mit euch unterhalten. Ich muss das heilige Feuer nähren, damit die Flamme nie erlischt. Hä? Ja. Ich wünsche euch alles Gute. Dann stürzt dich doch hinein. Gut, okay, dann müssten wir eigentlich jetzt alles abgeschlossen haben. Glaube ich. Ich bin mir sogar sicher. Genau so wird es und geschehen. Und dann können wir uns jetzt auf den Weg machen, Stan zu befreien. Und im gleichen Zug werden wir dann auch Lothering verlassen. Wir können noch mal kurz ins Inventar schauen. Vielleicht können wir ja was verkaufen. Ich heb mir das mal kurz auf. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, auch bei Barlin gleich was verkauft, oder? Dann machen wir es so. Ja, so kann ich gleich mal... Oh, und Alistair ist verletzt. Komisch. Ein bisschen was werde ich gleich mal verkaufen. Aber hier bei dem Händler hier draußen. Ja, ich nehme nicht an, ja, dass ihr etwas kaufen wollt. Doch, doch. Und ich werde in Zukunft wahrscheinlich mal darauf achten, öfter mal schnell zu speichern. Das geht bei mir hier über F5. Ich glaube, das habe ich mir selber so eingerichtet. Ja, diese ganzen Salben benutze ich nie, darum haue ich die alle weg. Müllen bei mir nur das Inventar zu. Können zwar bestimmt auch ganz nützlich sein, also das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich persönlich benutze das überhaupt nicht. Auch die Säuren und so weiter, das benutze ich alles überhaupt nicht. Und trotzdem bin ich bis jetzt immer... ganz gut durchgekommen. So, den Kurzbogen weg. So, den Rest behalten wir mal. Wer weiß, wen wir in naher Zukunft noch ausrüsten müssen. Auf jeden Fall Stan, den befreien wir jetzt, ja. Und da will ich ein paar Items mir zurückhalten, damit wir ihn auch ausrüsten können, falls wir ihn denn mal dringend brauchen. Gut, so, ich habe deinen Schlüssel zur Freiheit. Möchtet ihr sonst noch etwas? Ja, ich hab den Schlüssel. Ich hätte nicht erwartet, dass die Priesterin sich davon trennen würde. Kannst du mal sehen. Ist das wichtig? Ihr könnt frei sein. Wir haben möglicherweise unterschiedliche Vorstellungen von Freiheit. Ihr könnt Buße für euer Verbrechen tun, indem ihr mir helft. Ihr werdet frei sein, egal was ihr denkt. Ihr wollt doch nicht wirklich in diesem Käfig bleiben, oder? Ja, aber er will ja Buße tun und das kann er, indem er uns unterstützt. So soll es sein. Lasst mich frei und ich werde euch in den Kampf gegen die dunkle Brut folgen. Also gut. Es ist also geschehen. Ich werde euch in die Schlacht folgen. Auf diese Weise werde ich Buße tun. Und wenn ihr mir auf die Nerven geht und ich mich entscheide, euch zu erschlagen. Ich will es nicht herausfordern. Danke, Stan. Ich freue mich, euch bei uns zu haben. Also gut, warum nicht? Ja, schön, dass er bei uns ist. Wir können immer ein paar kräftige Arme gebrauchen. Können wir gehen? Ich möchte diesen Ort verlassen. Natürlich. Gut. Blut und Verdammnis. So, Liliana schmeißen wir mal raus. Nicht, weil ich Liliana nicht leiden kann, sondern ganz einfach, weil ich versuche... Ach ja, das kann ich euch schon mal verraten. Ich werde versuchen, mich an das klassische Gruppenverhältnis zu wagen. Also sprich,
wir als ein Nahkampfschurke, dann Alistair als Tank, also Alistair ist eigentlich sowieso gesetzt. Morrigan wird unser Fernkampf-Damage-Dealer sein, also Fernkampfzauberin. Und dann werden wir irgendwann in naher Zukunft den Deimos noch für einen Heiler ersetzen. Dann haben wir sozusagen das klassische, die klassische Gruppe in Rollenspielen, also so in Fantasy-Rollenspielen, wo es halt Magier, Schurken und so weiter alles gibt. Das ist dann so die klassische Variante, aber auch die Variante, mit der ich am vertrautesten bin und mit der ich eigentlich bis jetzt auch immer ganz gut gefahren bin. Von daher, wenn es sein muss, Frostwaffen bitte nochmal speichern und los geht's. Wir haben gehört, was man sich erzählt. Ihr seid ein Wächter. Ich weiß nicht, ob ihr König Kaelin auf dem Gewissen habt. Und der Bauer möge mir verzeihen, es kümmert mich auch nicht. Aber das Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt ist, könnte eine Menge hungriger Mäuler stopfen. Angriff! Ach, Leute. All dieser Lärm und diese Aufregung. Macht euch doch nicht unglücklich. So. Oh, das sind viele. Da hinten drei, da kommen drei, hier sind es fünf. Er geht mal auf die Gruppe. Ich halte mich mal ganz kurz raus. Ganz einfach, weil ich gucken will, wohin soll ich, wer auf Morrigan geht. Okay, bis jetzt keiner. Oh. Mal kurz hier raus aus dem Gewusel. Streich. Ah gut, die sind betäubt. Betäubte Gegner machen keinen Schaden. Okay, sieht gut, noch gut aus soweit. Nehmen wir mal den hier. Ja. So. Dann den hier. Ja, das treffen wir auch gut. Danke. Das war unser Hund. Wen haben wir hier noch? Die beiden. Okay. Wieder ist dein Gegner gefallen. Hinter den Gegner. Ja. Hat die Betäubung ja nicht lang genug gehalten. Na komm, bring ihn um. Jawoll. Und so. Ja. Zack. Aber selbstverständlich. Arme Bastarde. Wollten ja nicht hören. Ja, immer diese Selbstmörder. Elfenwurzel und eine Truhe. In Ordnung. Was viel wichtiger ist, die EP, die die Truhe bringt. Ich finde ja sowieso, theoretisch können wir auf den Inhalt der Truhen ziemlich gut verzichten, zumindest meistens. Aber die EP, die nehme ich da doch ganz gerne mit. Das war auch der Vorteil im Prolog. Also ich habe ja wieder den menschlichen Adligen. Wie gesagt, alles wie beim Zweihandschurken, Zweihandkrieger. Was, Hilfe? Oh. Oh, 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 oh. Mit dem Tank voran. Jemand muss uns helfen! Ja, 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 ja. Hilfe kommt. Und, das machst du mal weg und Schildwall. Oh, und wir stehen noch hier hinten rum. Night Morrigan. Oh. Wo ist denn der Hurlock Alpha? Da hinten. So. Hund, geht bitte auch auf den Alpha. Du sollst angreifen, du sollst dich nicht bewegen. Ich komme doch. Wohin soll ich gehen? So. Bin unterwegs. Ich komme. Der Alpha liegt? Ja, okay. Gut, dann gehen wir den hier in den Rücken. Ja, das ist doch ein Rundenschlag. Komm, hau ihn weg. Hau ihn weg. So, Hund, heule mal. Der Alpha ist tot und wir kümmern uns um den, der geflüchtet. Aber nicht lange. Unfairer Kampf. Und von hinten in den Rücken. Jawohl. Sehr gut. Oh, Zwerge. Nein, nicht schließen, nehmen. In Ordnung. Eine Blutmagierin. Versiegelter Brief. Ein versiegelter Brief. Des Mil. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich stehe tief in eurer Schuld. Ah, gern geschehen.
Mein Name ist Bodan Fedig, Händler und Unternehmer. Das hier ist mein Sohn Sandal. Sag hallo, mein Junge. Hallo. Hallo. In diesen Tagen ist es auf den Straßen ziemlich gefährlich. Dürfte ich fragen, was euch hierher führt? Vielleicht haben wir dasselbe Ziel. Ich fürchte, ich bin im Auftrag des Königs unterwegs. Der König ist tot. Es könnte kompliziert werden, aber ihr könnt euch mir gerne anschließen. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie wirklich mit einem grauen Wächter reisen wollen. Ein grauer Wächter also? Nun, das erklärt einiges. Versteht mich nicht falsch, aber ich vermute, euer Weg bietet mehr Aufregung, als mein Junge und ich verkraften können. Erlaubt mir, euch Lebewohl zu sagen und viel Glück zu wünschen. Auf Wiedersehen. Also gut. Dann wollen wir diesen Schlamassel mal beseitigen, was? Tut das mal. Ha, nette Leute. Und die ersten Zwerge, die wir in dem Spiel getroffen haben. Sind auch wesentlich kleiner als Menschen. Logisch. Aber ansonsten finde ich eigentlich, dass Zwerge ein bisschen dicker aussehen. Ein bisschen stämmiger einfach. Naja, lassen wir die mal machen. Wir setzen unseren Weg in das Benorn fort. Wird gespeichert. Gruppe sammeln und weiter. Laut des Kalenders der Kirche dauert jedes Zeitalter genau 100 Jahre. Im 99. Jahr eines Zeitalters wird anhand der Omen der Name des nächsten Zeitalters bestimmt. Böse Träume, was? Ja, das kannst du aber laut sagen. Alles wirkte so real. Ich muss irgendwas Schlechtes gegessen haben. Geht mir nicht auf die Nerven, ich bin in Ordnung. Ja, ich glaube, die Lammkeule letztens war ein bisschen, naja, verdorben. Wohl eher getrunken. Verdorbenes Blut etwa, wisst ihr noch? Wisst ihr, ein grauer Wächter kann die dunkle Brut nämlich hören. Das war euer Traum. Ihr habt sie gehört. Der Erzdämon spricht mit der Horde. Und das spüren wir auch. Daher wissen wir, dass es sich wirklich um eine Verderbnis handelt. Der Erzdämon, ist das der Drache? Vermutlich ja, aber wir gehen mal auf Nummer sicher. Ich weiß nicht, ob er wirklich ein Drache ist. Zumindest sieht er so aus. Aber ja. Das ist der Erzdämon. Es dauert eine Weile, aber irgendwann könnt ihr sie verdrängen. Einige der älteren Grauen Wächter meinten, sie würden zum Teil sogar verstehen, was der Erzdämon sagt. Ich kann das nicht. Als ich hörte, wie ihr euch herumwälzt, wollte ich euch darüber informieren. Für mich war es anfangs auch furchterregend. Ich habe keine Angst. Noch andere Überraschungen, über die ich Bescheid wissen sollte? Ihr hättet es mir früher sagen können. Danke, Alistair. Ich weiß es zu schätzen. Gibt's noch andere Überraschungen? Außer, dass ihr jung sterben werdet und die Verderbnis alleine besiegen müsst? Nein, sonst gibt's keine Überraschungen. Wo ihr schon mal wach seid, wollen wir da nicht gleich aufbrechen? Es ist noch mitten in der Nacht, Mann. Wie kommst du darauf, dass ich mich jetzt bewegen will?